Also dat is een uitdaging. Also hier sind wir, wir vorstellen auch Ideen, wir unterstützen Verwaltungsstellen und Kantonbasisstadt mit der Veröffentlichung von Daten und wir publizieren die dann auch auf unserem Datenportal. Ich bin seit September letzten Jahr dabei und ich arbeite vor allem im technischen Bereich, so Datenflüsse und Datenaufbereitung und so weiter. Also heute möchte ich Ihnen kurz die Fischereistatistik von Kanton zu Basisstadt vorstellen. Also wenn man geht, also wer wird gefischt in Basisstadt, zum Beispiel das Kalkenfischen am Rhein oder auch Angelfische in der Beers und so weiter. Und der Fisch, die Fischer müssen eigentlich bei jedem Fischgang eingeben, ob sie etwas gefangen haben und wenn sie was gefangen haben, was und auch ob sie vielleicht passives Fischbekundung gefangen haben und so weiter. Und das Kanton, also die kantonale Fischereiaufseher bekommt diese Daten und seit kurzem haben wir auch diese Daten bekommen und die sind jetzt in unserem Datenportal und werden bald veröffentlicht, also noch nicht, aber wahrscheinlich in einem Monat. Und also wie gesagt, da gibt es Informationen, welche Fische sind gefangen, aber auch, aber wir sind hier in Geoforum, es gibt auch noch Geoinformationen, also in welchem Gewässer ist gefischt, weil es gibt verschiedene Gewässer, wo man fischen kann hier in Basel-Stanz. Also ich habe hier eine Karte, und das Kanton Basel-Stanz, alle Fließgewässer und okay, also natürlich wird in den Rhein gefischt, aber dann auch in den Biers und auch hier oben in der Wiesenebene. Ich habe noch ein paar Karten, die etwas mehr detailliert sein. Also hier am Rhein haben wir hier alle Fischkalken, das sind hier die roten Punkten oder Blumen, aber das kann man nicht so gut sehen. Und man kann hier auch auf die ganze Strecke Angeln fischen. Und das ist ein Gewässer. Dann gibt es da oben, was ich genau der Wiesenebene. Da gibt es verschiedene Strecken, also nach Strecke Basel, dann gibt es eine Freifachstrecke in Rien und auch noch ein paar Privatstrecken, wovon wir auch die Daten bekommen. Und dann gibt es noch, wie gesagt, der Biers auf die Grenze von Baselstadt in Baselland. Okay, dann, also wir bekommen die Daten, wie bekommen wir die Daten? Also wie gesagt, die Fische sollen das alles registrieren und bis jetzt ist es eigentlich so, dass sie eine Fanglein haben und das dann reinschreiben und einmal pro Jahr senden sie dann das Fanglein an den kantonale Fischereiaufseher und die kopiert dann alle Daten in ein Excel-File. Und wir haben jetzt von den letzten 10 Jahren die Excel-Files bekommen und wir haben das alles harmonisiert. Das war natürlich viel Arbeit, weil dann die Datenformate aber alles sind, wo die Jahre und Spelling und so weiter. Gut, seit etwa 2 Jahren gibt es eine zweite Option für die Fische. Es gibt eine App, da können Sie dann die Fischereikarte kaufen, die Sie brauchen, und dann auch die Einträge machen. Und die werden dann eigentlich, könnten wir die dann täglich bekommen und dann können wir ein CSV-File hochladen. Und gut, dann ist alles harmonisiert und dann haben wir nicht so viel Arbeit. Also wir hoffen, dass in der Zukunft, und wir denken auch, dass in der Zukunft noch mehr Fische diesen App brauchen werden. Und dann können wir das auch im Prinzip auch täglich aktualisieren. Und diese App hat auch noch andere Vorteile für die Fische, außer dass es natürlich praktisch ist, dass man das gleich vor Ort eintragen kann. Bei dieser App kann man auch noch mehr Geodaten zufügen, also die Koordinaten, wo ist die Fisch gefangen, und man kann auch andere Informationen eingeben, also wie war das Wetter, was war der Zustand von Wasser und so weiter, was der oder die Fische nicht mal interessant findet, aber das sind dann halt, das sind private Daten, also wir bekommen selbst, wir bekommen diese Daten nicht. Okay, also wir haben diese Daten, die müssen Daten betalen, dann wollte ich noch kurz zeigen, also was können wir eigentlich mit diesen Daten machen? Also ich habe mal kurz so ein paar Visualisierungen gemacht, also hier sehen wir für jeden Jahr
welche Fische gefangen sind. Und dann sieht man zum Beispiel so unten, das ist die Esche, die werden noch ganz um 2010, wird die noch relativ viel gefangen, aber dann ist es runtergegangen. Und so sieht man, dass die Sande, die wird eigentlich noch nicht so viel gefangen in 2010, aber jetzt in 2020 viel mehr, zum Beispiel. Und auch also die invasive Schwarzmeerkundin, was auch ein Problem ist in den Rhein, sehen wir auch. Also das ist nur die Statistik von was gefangen ist, das ist natürlich, es gibt da sicher auch andere Studien, die wirklich schauen, wie viel dort sind, aber das ist dann, wie viel haben die Fische gemeldet, dass sie gefangen haben. Und dann war es in 2016 ziemlich viel und dann ist es runtergegangen und jetzt geht es vielleicht wieder ein bisschen hoch. Und, das war die Daten von letztes Jahr haben wir noch nicht, die sollten wir auch bald noch zeigen. Okay, dann noch ein kurzen Ausblick zum Ende. Also diese Daten, wie gesagt, diese Daten werden in einem Monat veröffentlicht. Also wir nehmen an, dass die Maifische in Zukunft noch mehr gebraucht werden wird und dass wir es dann auch gebrauchen werden, damit wir dann die Daten in Echtzeit oder auf jeden Fall täglich updaten können. Und also dann auch, also es wird veröffentlicht in einem Monat auf unserem Datenportal, also opendata.bs.ch. Und da gibt es natürlich noch viel mehr offene Daten. Also schaut mal rein, wenn das interessiert. Ja. Vielen Dank.